Es geht ab bei Instagram. 20 Leute Auf da. jeden Sehr Fall, heftig. Dividendienstag, ja, haben wir ja auch Ja, angekündigt. Und wir richtig sind krass. auch gleich live auf YouTube für den Dividendienstag, der größten, besten, riesigsten, interaktivsten Livestream-Show im gesamten Dachraum. Und ich habe dir die Linie geklaut, glaube ich, oder? Nö, das passt schon so. Ich meine, du warst so im Flow, das hat schon seine Richtigkeit. Dann kannst du das auch alles auf einmal nennen. Wir sind auch mit schon der weihnachtlichen Kopfbedeckung unterwegs hier im Dividendienstag und heute gibt es wieder spannende Portfolios aus der Community. Und wie immer sind es drei an der Zahl. Also alle guten Dinge sind drei. Ja. Sind spannende Let's go. Portfolios. Let's go. Wollen wir Es sind auf jeden ohne. Fall spannende Portfolios und wieder komplett anders als das, was wir bisher kennen. Wir haben so krasse Winner dabei und noch dazu ist es ein Mädel, was kr richtig krass abgeräumt hat im Jahr Das 2020. ist Seid dann das letzte gespannt. Portfolio. Das ist dann Ja. das letzte Portfolio. Das habe ich ja perfekt angeteasert, oder? Das Spannendste kommt zum Schluss. So wie beim deutschen Fernsehen das früher Genau. auch immer war, als es noch geguckt wurde. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Portfolio Performance rein. Ich drehe auch hier für Instagram am besten direkt die Cam und zeige euch da ein bisschen einfach mal, dass ihr das auch ein bisschen seht und mitschauen könnt. Für die Leute, die nicht auf YouTube unterwegs sind. Und das ist das erste Portfolio vom lieben Christian. Und du musst, glaube ich, ein bisschen Hey schauen, Christian. dass du in der Mitte bist, weil du bist so abgeschnitten auf YouTube. Du musst noch so Ich ein bin bisschen zum abgeschnitten. Bild. Du musst so zum, hinten hast du ja Ich so muss so diese zum, hier Weltmatte. ist zum Genau, Bild. perfekt, Okay, genau, perfekt. Jetzt bist du in der Mitte. optimal, perfekt, danke. Ich weiß gar nicht, wollen wir da so ein bisschen auch natürlich wie immer die Beschreibung lesen, die wir bekommen haben. Es ist eine relativ kurze und knappe Beschreibung und zwar: Servus Thomas und Johannes, ich bin Christian, 23 Jahre alt, komme aus Bayern und arbeite in der Automobilbranche. Mit dem Investieren habe ich September 2018 angefangen und spare jeden Monat 1.200 € via Sparplan. Das heißt, er ist seit über 2 Jahren dabei und hat einen riesigen, also riesiges Spar oder eine riesige Sparquote. Also er spart da extrem viel Geld jeden Monat. Also 1.200 € ist, denke ich mal, nicht so Oh ja. selbstverständlich. Und seine Asset Allocation sollte längerfristig in Zukunft wie folgt aussehen. Er möchte 50% in ETFs drin haben, 20% in Einzelaktien, ungefähr 10 Unternehmen, sagt er sich da als Maximum. 20% soll in Cash sein, 5% P2P und 5% Kryptos. Das ist dann so seine Wunsch-Asset Allocation, die er hat. Puh, also da hat er noch Er einiges ist gar zu nicht so weit davon arbeiten, entfernt eigentlich. tatsächlich. Ja, aber ich würde sagen, 15% Bitcoin ist natürlich relativ krass. Aber Das ist schon ja. ich gehe schwer davon aus, dass das einfach aufgrund der letzten 2, 3 Monate die Kursbewegungen sind und nicht die Nachkäufe so gesehen, ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal unter Trades schauen und dann mal Bitcoin uns genauer anschauen, sehen wir, er hat da den ersten Einkauf letztes Jahr 2019 im August gemacht. Das heißt, er hat da ordentlich was mitgenommen, denke ich mal. Und okay, da bin ich jetzt gerade leicht verwirrt. Wie kann das sein? Nee, wir müssen hier diese Position anschauen, Entschuldigung. Die untere Position, die noch offen ist, also er ist hier 4.500 € also in der Gewinnzone. Also er hat sein Geld mit den Bitcoins, die er aktuell hat, aktuell auf Buchwert verdoppelt. Ja. Das heißt, eigentlich wäre es nur 7,5%, aber halt dadurch, dass es so gut gelaufen ist, darum jetzt halt eben 15%. Und darum können wir da mal noch ein Auge zudrücken, glaube ich, oder? Ich denke auch, ja. Wobei ich meine, solche großen Positionen haben wir später nochmal im Stream. Und ich denke mir bei denen auch schon manchmal so, naja, was würde hier der Herr, na, wie heißt der Bitcoin-Spezialist hier auf YouTube? Julian Hosp oder wer? Der Herr Hosp, genau, der Dr. Hosp. Der würde wahrscheinlich sagen, naja, Leute, schöpft auch mal ein bisschen vielleicht was ab. So, den habe ich dann immer im Kopf, wenn es darum geht, die Kurse sind stark gestiegen und was soll man denn damit machen? Weil ja, ist ja doch, man weiß es ja nicht so richtig, weil es ist ja doch ein risky Asset. Und bevor man da irgendwie die krassen Gewinne erstmal gemacht hat und dann verliert man sie alle wieder, ist natürlich auch mega schade. Ne? Also der hat auch. Damals, was heißt damals, wann war denn das so, wann war es denn, 2018 war das, ne, als der Preis so extrem hoch war, Anfang 2018, da glaube hat ich. Anfang 2018 hat er doch auch was abgeschöpft gehabt, also da muss man, also da
darf man nicht dem zu sehr hinterher heulen, denke ich mal. Ich will noch mal ganz kurz noch auch die Zeit nutzen, um ein paar Stammgäste zu begrüßen, dass wir das nicht vergessen. Ja, Andreas ja. Tattariso, der Yeah, Mr. Frankie auch mal wieder dabei, Yeah. Lukas Dietrich, Mayo, Mr. Frankie habe ich schon gesagt, Wolf, Theodor Eisenring, Fuzzy Bernie, BitM, also ganz viele Stammgäste, Hiko 34, meine Güte, ich kann keine Zahlen lesen, auch dabei. Aber ja, zurück zum Portfolio. Er hat tatsächlich einige ETFs. Er hat den S&P 500, also ein Klassiker. Ja, also sprich, er setzt hier ganz klar auf die US-amerikanische Wirtschaft, aber auch mit dem Stoxx Europe 600 setzt er da auch auf Europa. Und diese beiden ETFs gemeinsam sind bereits ein Drittel seines Portfolios. Hat noch ein MSCI Emerging Markets drin mit 12%. Sogar Japan hat er dabei, MSCI Japan. Also bei ETFs hat er ziemlich genau so seine vordefinierten 50%, die er haben möchte. Also da ist er bereits gut dabei und hat jetzt da auch, ich finde, tatsächlich einen guten Split gemacht, wo man auch praktisch keine Überschneidungen haben wird. Ja? Also S&P 500, Stoxx Europe 600, Emerging Markets und Japan. Also da hat man fast keine Überschneidungen mit diesen vier ETFs. Finde ich in dem Kontext, wenn man das dann auch selber ein bisschen splitten möchte, vielleicht er setzt hier ganz klar etwas mehr auf die USA, wenn man das so sagen kann, und halt auch auf Europa, aber nimmt halt trotzdem zum Beispiel noch sowas wie Japan mit. Finde ich tatsächlich, kann man so machen und man ist da auch sehr breit diversifiziert und da würde ich jetzt auch nicht was großartig ergänzen, sondern da denke ich mal, ist alles keine Anlageempfehlung natürlich, aber das finde ich eigentlich gut so aufgestellt mit den ETFs, weil man da so ein bisschen alles mitnimmt ohne Überschneidungen. Genau, das kann man im Prinzip nicht anders sagen. Wir haben schon andere Beispiele gehabt, wo wir immer gesagt haben, hier, da gibt es tatsächlich einige Überschneidungen. Und ich habe vorhin heute früh am Nachmittag, noch bevor ich mich mit den Portfolios hier beschäftigt habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, wie kann man denn eigentlich so ein ETF-Portfolio machen, was sich nicht überschneidet? Weil dachte ich, okay, dann musst du halt alles extra machen, ne? Und im Prinzip hat er hier einmal gezeigt, der Christian, wie das funktionieren kann und dass es gar nicht so schwer ist, ne? Einmal S&P 500, hast du USA, hast du Europa, 600 Werte da drin, Emerging Markets und halt Japan. Ich glaube, gibt es da noch andere ETFs, wenn wir uns mal die Asset Allocation View anschauen? Hat noch Automation Robotics, hat er noch einen Automation drin. Robotics, Ja, also ja. für eine Branche, da wird es vielleicht Überschneidungen geben mit dem S&P Ja. 500 oder Euro Stoxx. Aber da kann man dann auch sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein Bereich, er hat leider nichts dazu geschrieben, aber das ist wahrscheinlich ein Bereich, wo er sich sagt, hey, da will ich einfach übergewichten ein bisschen. Na? Und das nehme ich dann gerne mit. Aber grundsätzlich, wenn man es so anschaut, aktuell 56% ETFs, also er ist da sehr nach Plan. Der Andreas Tatariso Genau. schreibt gerade auch, er hat sich praktisch den Acqui aus einzelnen ETFs zusammengekauft. Ja, kann man so sagen. Ja, das ist so. Aber er hat da den Vorteil, er kann so gewichten, wie er will. Ja, also er kann dann auch sagen, hey, aus irgendwelchen Gründen möchte ich halt vielleicht mal Japan höher gewichten oder halt eben den S&P 500 oder was auch immer. Und das ist halt dann der Vorteil, wenn man sich das so ein bisschen selber zusammenstellt. Und dann kann man auch mehr Risiko vielleicht eingehen, indem man sagt, hey, ich will auch mehr Emerging Markets als jetzt zum Beispiel Europa oder was auch immer. Da hat man dann selber dann deutlich mehr Freiheiten, auch dann bei ETFs, ja, also nicht nur bei Einzelaktien. Ja, definitiv. Können wir mal kurz vergleichen. Hier 50% ETFs will er ja. Er hat 56%. 20% Aktien will er erreichen. Er hat 17% knapp ungefähr. 17. Dann will er 20% Cash. Er hat, Zwar ist, drei aha, da Prozent ist er. knapp. 3%. Das haut noch nicht hin, ist aber nicht so schlimm. 5% P2P. Ich glaube, da ist er drüber. Ich Ziemlich muss hier immer so genau. irgendwie 5,5 hinher. Prozent. 5,5%, jawohl. Krypto 5%, da ist er Mit definitiv. Da müsste 18. er abspacken. Abspacken. Geil. Abspacken. Leute, Abspecken. spackt alle mal ab, ey. Abspecken müsste er da.
bei den Kryptowährungen und genau damit dann hier der Cash-Bestand ein bisschen mehr seinen Wünschen entspricht, ist natürlich schwer. Ne? Ich kenne das Problem aus meinem Portfolio selbst mit diesem Bitcoin, wo auch die Leute eigentlich sich einig sind hier in der Community, zumindest bei meinem Portfolio war es so, dass sie gesagt haben, lass laufen, weil ich habe da auch also eine Aber du hast da Verdreifachung. weniger als 10% drin, oder? Trotzdem noch weniger als 10% bei Es dir. sind doch relativ genau, beziehungsweise lass mich nochmal gucken hier, wir sind ja 10,29% aktuell, Also er hat was fast der das Bitcoin Doppelte, bei also mir fast ausmacht. 20%. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier würde ich tatsächlich den ein oder anderen Gewinn, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, mitnehmen und dann vielleicht einfach als Cash-Bestand da lassen, um halt diese Liquidität zu gewährleisten, weil er möchte da ja auch längerfristig 20% haben. Klar könnte es natürlich Ja, noch so ein höher bisschen, ne? gehen, noch besser gehen, aber ich denke, es macht durchaus Sinn bei, weil diese Position ist aktuell bei 10.000 Euro für die Leute, die es interessiert. Wir reden von einem Portfolio, das aktuell schon 60.000 Euro groß ist. Das heißt, diese Bitcoin-Position ist über 10.000 Euro schwer. Also Bitcoin und Ripple, Entschuldigung, also diese beiden zusammen. Wow, Und ich wäre, ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, keine Anlageempfehlung natürlich, aber ich würde Bitcoin etwas abspecken, vielleicht die Cashquote etwas erhöhen, vielleicht Einzelaktien halt vielleicht noch welche dazu nehmen, die man sowieso schon länger investieren wollte. Aber ich würde jetzt da vielleicht, weil er hat da 4.500 ist der Einkaufspreis bei Bitcoin, vielleicht ein Drittel vom sozusagen Einstand wieder rausholen, dass sozusagen man wenigstens ein bisschen schon mal rausgeholt hat. Das würde ja auch der Performance nicht wehtun, selbst wenn es weiter nach oben geht. Ja. Aber dann ist man schon relativ auf der sicheren Seite, dass man wenigstens da irgendwas realisiert hat. Ich würde jetzt aber zum Beispiel nicht sagen, okay, irgendwie sofort den ganzen Einstand rausholen, also irgendwie die Hälfte verkaufen, würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht machen. Aber vielleicht irgendwas, also vielleicht, sag mal, 1.500 auscashen, das dann auf das Girokonto, auf ein Rechnungskonto draufhauen, vielleicht dann da weiter schauen. Wobei er ja auch eine sehr hohe Sparquote hat von 1.200 Euro pro Monat. Das heißt, er wird da wahrscheinlich vermehrt dann damit vielleicht auch nochmal Cash aufbauen, Einzelaktien kaufen, um da dann seine gewünschte Asset Allocation zu finden. Wäre vielleicht auch echt ein Thema, wo man sich nochmal genauer auch informieren müsste, ob das vielleicht jetzt wieder so eine Zeit ist, in der vielleicht auch vermehrt Videos nach dem Motto auftreten, hier Bitcoin ist wieder ganz schön hoch, vielleicht jetzt mal tatsächlich ein bisschen auscashen. Weil ich meine, wir hatten damals hier, das war Dezember 2017, war das hier mit 16.700 Euro und jetzt sind wir halt auch wieder bei knapp ja, bei 15.500. Klar, charttechnisch gesehen, ja, so ein bisschen der Charti kommt jetzt bei mir durch, der sagt, okay, das ist so eine entscheidende, es ist halt wirklich dann eine entscheidende Marke, ne? Und der Markt richtet sich tatsächlich nach so etwas auch zu einem gewissen Teil. Und ja, aber das wäre eine Sache, da könnte man sich natürlich auch noch mal ein bisschen drüber informieren, was da der Herr Hosp, der Dr. Hosp, ja, ich sage das immer falsch, was der Dr. Hosp da gerade so empfiehlt. Vielleicht an dieser Den schaue Stelle ich auch mir an auch die immer gerne an. Community. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, er sollte da einen kleinen Teil auscashen und andersweitig allokieren. Oder lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, ja, er sollte einfach alles behalten. Warte, waren das jetzt nicht zwei Daumen nach oben? Ja, eben. Ja, super. Okay. Also jetzt wird es einen Haufen Daumen nach oben geben, Genau. ja? Ihr könnt aber auch einen Daumen nach unten geben, wie ihr wollt. Oder den Screen drehen, dann ist der Daumen nach unten auch der nach oben. Aber ich muss Also ganz ich würde ehrlich. sagen, damit es logisch ist, einen Daumen nach oben für Ja. wenn er auscashen soll und einen Daumen nach unten für wenn er behalten soll, Ja. Das oder? geht natürlich Damit auch. hier Ja. die Geht Abstimmung natürlich auch. funktioniert, sonst macht es ja Ja. gar keinen Sinn. Ja. Hier schreibt noch CAPO oder CAPO. Was, wenn Bitcoin auf 100.000 geht im 2021? Natürlich, das ist. Könnte sein, wir wissen es nicht. Und dann wäre aus dieser Position, die aktuell 9.120 Euro wert ist, wären dann wahrscheinlich, wie viel wäre das ungefähr? Das sind 0, also dann wäre das halt auf jeden Fall 50.000 Euro wahrscheinlich oder so. Na?
Aber wir reden ja nicht davon, dass er das Ganze halbieren soll oder die ganze Position verflüssigen soll, sondern wir reden davon, er hat 4.500 rein investiert, dass er da vielleicht 1.000 bis 1.500, also ein Drittel von seinem Einstandspreis wieder einfach mal rausholt, um etwas Sicherheit auch in sein Portfolio reinzubringen, weil 15% respektive 18% insgesamt in Kryptos mit Ripple zusammen ist halt schon echt viel. Also ein Fünftel vom gesamten Vermögen der Asset Allocation, so wie ich verstanden habe, hat er hier sein ganzes Vermögen drin, darum redet er von Asset Allocation, ist halt schon heftig. Ja, also würde ich jetzt persönlich nicht Vorschlag. machen. Ja, Vorschlag, der mir gerade auffällt, wenn ich mir das anschaue, weil er ist ja wirklich, wie ich immer die ganze Zeit gerade vorschwärme, er ist nicht weit von seinem Ziel weg. Er hat ja hier einzelne Aktien 17% aktuell und er will ja auf 20 hoch. Wie wäre es denn nur als Vorschlag, wenn man jetzt einen Teil von Bitcoin vielleicht rausschneidet und den auf jetzt diese Einzelaktien packt. Also sich eine vielversprechende, dass er sich eine vielversprechende Aktie aussucht, der Christian, und die zu 3% hier mal noch mit dazu packt. Nur so als Idee. Dann wäre da schon ein bisschen was abgeschöpft, aber mit der Möglichkeit, dass da natürlich noch weiter Rendite kommen. Also er will ja sowieso auch einen Cashbestand aufstocken. Von daher hat er ja verschiedene Möglichkeiten, was er da machen kann. Also, was ich jetzt persönlich machen würde, was tatsächlich gar keine Anlageempfehlung ist, sondern so würde ich es einfach machen. Also Der ähnlich wie du Dude jetzt aus dem erzählt Internet. hast, ich würde jetzt einfach als Beispiel 1.500 auscashen von den Bitcoins, also nicht sehr viel. Das ist bei 9.000 Euro ist das nicht mal ein Fünftel, den ich auscashen würde. Dieses Cash würde ich dann für weitere Investments nutzen, ob das jetzt vielleicht eben, er will ja bis maximal 10 Einzelaktienpositionen haben. Aktuell hat er, glaube ich, zwei oder drei, wenn wir das mal kurz, drei Stück hat er aktuell an Einzelaktien. Das heißt, da hat er noch was übrig, also noch 7 Stück könnte er da ranholen. Das ist ja so seine Zielposition. Dann würde ich diese 1.500 Euro direkt eben in eine vielversprechende Aktie setzen, aber im Umkehrschluss auch gleichzeitig, damit er bei Kryptos vielleicht auch nochmal kostengünstiger einsteigen kann, und das kann man je nach Plattform halt auch machen, verschiedene Limit Orders machen. Zum Beispiel, er verkauft jetzt, was haben wir jetzt für einen Bitcoin-Preis? 15.000 irgendwas Euro, noch einen Limit-Preis, wo er halt eine kleine Menge an Bitcoin bei 13.000 Euro kauft, nochmal eine Limit Order bei 11.000 Euro, nochmal eine Limit Order bei 9.000 Euro, die nach und nach theoretisch ausgeführt werden könnten, weil so mache ich das aktuell zumindest. Ich habe jetzt zum Beispiel in jedem Tausender-Schritt eine Limit-Order, wo ich jetzt zum Beispiel Bitcoin kaufe bis und mit unter, glaube ich, 3.000 Euro, und mit jedem Schritt nach unten kaufe ich immer etwas mehr Bitcoin. Ja? Also das heißt zum Beispiel bei 12.000 kaufe ich für 100 Euro ein, bei 10.000 kaufe ich dann für schon 150 Euro ein, bei 8.000 Euro kaufe ich dann für 200 Euro ein und so weiter. So würde ich das dann tatsächlich machen, damit, wenn es überhaupt ein Retracement gibt, dass man da wieder auch etwas kostengünstiger einsteigen kann, weil man davor ja schon auch Bitcoins zu einem viel höheren Preis realisiert hat, zum Beispiel bei 15.000 oder 16.000 Euro. Ja? Das heißt, es ist dann sogar ein Win-Win, weil mit dem Geld konnte man dann gleichzeitig die Aktie kaufen und zu einem späteren Zeitpunkt allenfalls noch günstiger einsteigen. Wenn der Bitcoin to the Moon geht auf 100.000, Pech gehabt, aber trotzdem hat man dafür dann ein diversifizierteres Portfolio, das deutlich, deutlich, ich meine, sag ich mal so, in Anführungsstrichen sicherer unterwegs ist. Und wenn man das auch in Aktien reinsteckt, die auch vielversprechend sind, wird man da natürlich auch eine Performance längerfristig oder mittelfristig auf jeden Fall haben. Ja. So würde ich es machen. Weil ich finde halt 18% Kryptos schon echt ultra viel. Das ist ein Fünftel vom Portfolio. Ja, also das ist schon sehr arg viel. Ja, könnte bei mir auch passieren, irgendwann. Das ist halt die Gefahr gerade bei den Kryptos, ne? Wenn die so gut laufen. Da kann man auch nichts machen. So, aber ansonsten ist es eine schöne Core-Satellite-Geschichte, die er sich hier aufbaut, die im Prinzip hier ETFs 50% und Cash macht zusammen 70%, was unter den Safen-Teil fällt. Und dann haben wir Aktien 20% und P2P und Krypto zusammen 30%, um da nochmal so den etwas unsichereren Teil abzudecken.
Man muss immer noch wieder dazu sagen, er ist 23 Jahre alt, hat noch einen Haufen Leben vor sich und kann da auch natürlich etwas mehr Risiko ohne Probleme auch eingehen, ne? Auf Klar. jeden Fall. Der Lefas schreibt, mein Portfolio ist 100% Krypto. Let's go. Jawohl. Damit muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich nicht schlafen. Könnte ich nicht Willkommen schlafen. im Dividendendienstag. Also, ich muss Schon mal ehrlich über sagen, Aktien nachgedacht? also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wirklich von irgendwas 100% haben würde oder müsste, dann würde Dann ich ist es einfach, dein Business. ja. Ja. Dann würde ich einfach sagen, okay, alle Aktien weg, alles das weg, dann würde ich alles in mein eigenes Business stecken. Das wäre so Das habe ich mir schon gedacht. alles andere, also selbst das ist schon sehr risikoreich und ich würde es auch nicht machen, aber falls ich mich entscheiden müsste, würde es so aussehen, dann würde ich, also das ist einfach, also muss ich ehrlich zugestehen. Aber zum Glück müssen wir das in der Realität nicht und wir können halt verschiedene Investments machen. Jawohl. Was haben wir dann? Finde es blöd, dass eine gute Performance mangels Allocation als schlecht dargestellt wird. Klar kann Umgestalten Sinn ergeben, aber gute Positionen zu verkleinern, weil sie zu gut gelaufen sind nee. Ja, gebe ich dir recht, bei Das ist Aktien würde ich es jetzt anders sehen, aber wir reden hier von ja, Kryptowährungen und Nvidia ist das beste Beispiel. Viele Leute, die Nvidia im Portfolio haben oder eine Netflix, die sind abgegangen in den letzten 5 bis 10 Jahren. Also brutalst abgegangen. Ja? Das sind dann 10-Bagger oder teilweise 100-Bagger praktisch schon. Ja? Und dann verstehe ich schon, ja, die kann man dann schon eher laufen lassen, weil du halt da wirklich so viel dahinter hast und auch wirklich, dass es, wie sagt man eben, da. Das ist akzeptiert von der Gesellschaft, dass das funktioniert. Ja. Bitcoin und Kryptowährung ist halt immer noch so, klar, es wird immer akzeptierter, es ist ein interessantes Asset. Bitcoin wird eher als Wertspeicher gesehen, als das digitale Gold. Aber es muss sich schon auch nochmal bewähren. Ja. Also das ist dann schon nochmal ein großer Unterschied. Und man muss halt auch, ich sag's mal auf gut Deutsch so, das Risiko im eigenen Portfolio, im eigenen Vermögen richtig managen können. Und ganz ehrlich, also auch wenn jetzt der liebe Christian 12.000 Euro pro Monat sparen kann, wenn Worst Case jetzt seine Kryptowährungen, ich sage jetzt mal nochmal 60, 80, 90% runterrasseln, dann sind das für ihn ein halbes Jahr Sparquote. Ja. Würde er noch weniger sparen können und 1200 Euro ist echt viel, würde er die Hälfte sparen können, wäre das ein Jahr Sparquote. Da musst du halt schon genau überlegen, wie viel Risiko möchtest du halt entsprechend eingehen. Nur jetzt mal als Beispiel. Stellt euch jetzt mal mein Vermögen, mein Portfolio vor und ich hätte jetzt 20% davon in hauptsächlich in Bitcoin. Dann reden wir hier von 150.000. Und dann ist halt immer so ein bisschen die Frage, okay. Wie lange habe ich denn, um 50.000 zu verdienen? Oder wie lange musste ich mir das ersparen? Ist es mir wert, dass wenn Bitcoin jetzt gerade bei 150.000 ist, läuft alles gut, tipptopp, aber dann ein Jahr später sind wir bei 70.000, also 80.000 Buchverlust wieder. Also ich bin wieder am Anfang da, wo ich eingestiegen bin. Ich habe jetzt gerade 80.000 verloren. Unter Umständen sind 80.000 für diese Person 5 Jahre sparen. Ja, oder halt 3 Jahre sparen oder whatever. Und da muss man schon so ein bisschen aufpassen, vor allem mit wachsendem Vermögen. Und der liebe Christian hatte schon 60.000 Euro, was schon sehr viel Geld ist. Und da wird ja auch immer mehr dazu kommen. Da muss man schon auch mit der Zeit über Vermögenserhalt dann trotzdem auch irgendwie nachdenken und sich überlegen, okay, wie viel Zeit verliere ich da dann tatsächlich mit diesem Gamble allenfalls? Ja, weil man verliert unter Umständen mehrere Jahre Sparquote. Oder ein Jahrzehnt sogar, je nachdem, Worst Case, wenn man wirklich viel drin hat. Ich Richtig, glaube, genau. das Ich ist so denke, das man muss das halt Schlussfazit. immer in Relation mit dem kompletten Portfolio sehen und wenn irgendwas überhand nimmt, dann ist es auch nicht verkehrt, da mal etwas abzuschöpfen. Das ist eine gang und gäbe Technik, wird von vielen Großen auch natürlich gemacht. Nur weil die es jetzt machen, müssen wir es nicht machen. Aber es ist, wie du halt gesagt hast, es ist einfach, es sichert ab und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt man extreme Einbußen dadurch hat, dass Bitcoin einmal ein bisschen abrauscht, das ist höher als jetzt, wenn du es in ETF packst, in dem tausende verschiedene Unternehmen drin sind. Also vielleicht auch nochmal so ein Ja. Punkt von Gewinnmitnahmen, die im Rahmen sind. Und wir haben vorhin das sind weniger als ein Sechstel Gewinnmitnahme gewesen.
ist noch niemand arm geworden. Du bist halt, wenn du ein Nee. Sechstel wieder, sag mal, auscashst, um deinen Einstand zu verringern, wenn dann Bitcoin trotzdem auf 100.000 gehen würde nächstes Jahr, du merkst den Unterschied kaum. Du hast trotzdem riesige Gewinne gemacht. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und das ist halt im Risk Management. Du wirst halt, wie soll ich sagen, also die größte und wichtigste Regel beim Investieren, beim Geld managen und so weiter, ist halt einfach, kein Geld zu verlieren. Das ist Regel Nummer 1. Kennen wir ja von Warren Buffett. Und Regel Nummer 2 ist Regel 1 beachten. Und ich kann euch sagen, und das ist halt, je früher man damit auch anfängt zu verstehen, wie dieses Risk Management funktioniert, insbesondere wenn es auch um Vermögenserhalt geht, dann hat man verschiedene Denkweisen. Und ich habe dann zum Beispiel, hier ist Vermögenserhalt angesagt, im Casino-Portfolio ist einfach drauf geschissen, dann hole ich mir halt 1000 Xiaomi-Aktien für 3000 Franken, I don't care. Und das ist halt so ein bisschen, man muss halt verstehen, für verschiedene Bereiche sind verschiedene Denkweisen nötig, vor allem wenn es um richtigen Vermögensaufbau angeht. Und wenn man da halt auch wirklich langfristig, ich sage jetzt mal, ein größeres Vermögen aufbauen will, muss man es möglichst tunlichst vermeiden, wieder bei Null anfangen zu müssen. Ja? Also bei Unternehmern mag das anders sein, weil als Unternehmer verdienst du unter Umständen dann wieder nach 2, 3 Jahren 1 Million im Jahr oder so. Aber bei so einem normalen Angestellten, da haust du, also wenn du wieder bei Null anfangen musst, Mitte 30 oder so, dann fängst du, bist du nicht nach 3 Jahren wieder dort, wo du vorhin gewesen bist, sondern da hast du noch mal 2 Jahrzehnte. Als Unternehmer sieht das noch mal etwas anders aus, aber das sind halt alles Sachen, die muss man bedenken, auch in der Asset Allocation. Und du hast halt nicht den Reset-Button, ja, sondern die 5 Jahre, die du halt daran gearbeitet hast, sind vorbei. Du musst jetzt halt einfach weitermachen. Und das ist halt schon wichtig mit einzukalkulieren. Ist auch so meine persönliche Meinung. Aber sein ursprünglicher Einsatz war ja viel geringer und rauszugehen, weil man eine Korrektur fürchtet, ähnelt ja Market Timing, denkst du nicht, Sparkojote? Nee, aber er geht ja nicht raus. Das sind ja Gewinnmitnahmen. Gewinnmitnahmen, also das Ding ist ja, im Idealfall, was du ja machen willst, ist bei Gewinnmitnahmen, wenn du das jetzt regelmäßig machst, einmal alle halbe Jahre und nach sagen wir mal, 2 Jahren oder so hast du deinen Einstandspreis rausgeholt, dann ist es, alles was noch drin ist, kannst du drin laufen lassen, weil das sind nur noch Gewinne, die für immer und ewig theoretisch laufen können, weil du hast das Principal, hast du rausgenommen. Ja? Das heißt, und wenn du das, ich sag's mal so, wenn du das über 3 Jahre zum Beispiel machst oder über 2 Jahre machst und der Bitcoin vielleicht die ganze Zeit immer steigt, dann ist bei jedem Verkauf, den du alle 6 oder 12 Monate machst, verkaufst du auch immer weniger Bitcoin für dein Fiat-Geld. Ja? Und das sind dann halt solche Sachen. Und darum sage ich ja von Gewinnmitnahmen, solange sie in einem Rahmen sind, also zum Beispiel ein Fünftel, ein Sechstel, ein Siebtel, ist noch niemand arm geworden. Sondern du bist nachher, wenn es dann gut läuft, immer noch stinkereich. Ja? Und das ist halt so ein Ja. bisschen so ein Punkt. Du willst halt das Risiko richtig hedgen, ohne dass du wirkliche reale Kosten hast, außer halt die Opportunitätskosten, dass du hättest drin bleiben können, aber du hättest dann halt ein höheres Risiko gehabt, weil du es halt nicht gewusst hast, was passiert. Ja, und das ist dann vor allem Also, ich. interessant, je höher dein Vermögen wird, umso mehr denkt man halt anders. Und ich meine, wenn der Christian schon mit 23 in Deutschland 60.000 Euro sich angespart, angesammelt hat, ja, da wird er wahrscheinlich noch bevor er 30 ist, mehrere hunderttausend oder die halbe Million auf jeden Fall knacken, ja, in den nächsten 7 bis 8 Jahren. Und dann denkt man auch immer mehr anders mit dem Vermögen, weil es halt auch andere Dimensionen sind, ja. Also das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil 10% bei 10.000 sind 1.000 Euro, wow, das ist eine Sparquote. 10% bei 2 Millionen sind 200 Riesen. Oh shit, da spare ich ein paar Jahre als Angestellter, ja. Und das muss man halt einfach verstehen und damit umgehen lernen. Und das ist dann Definitiv. halt eben Risk Management. Das machen ja die ganzen Fondsmanager, ob das ein Ray Dalio ist oder so, ja, natürlich auch, aber einfach halt mit ihren Milliarden. Er Ja. ist sowieso gerade stark auf ETFs fixiert. Ja. Aber einfach so das als Hintergrund, das ist schon sehr wichtig. Ja, ich denke, also das war auch gerade ein Kommentar, den ich vorgelesen habe, wo ich dachte, das ist nochmal ganz spannend, wenn du darauf antwortest. Wir sehen auf jeden Fall, die Community ist gespalten, was das angeht. Und natürlich ist es richtig, auf der einen Seite, wenn man einfach hätte laufen lassen und es skyrocket, ne, dann ist es total, dann beißt man sich in den Hintern. Und andernfalls, ja, geht es halt darum, einfach ein bisschen was abzusichern. Ne, damit man dann nicht, wie du sagst, nochmal irgendwie jahrzehntelang das wieder zurecht sparen muss, was man sich da, ja, Exakt. was man dadurch einen glücklichen, ja,
weiß ich nicht, Zufall durch die schöne Entwicklung des Bitcoin-Kurses ja gewonnen hat, sag ich mal. Ich glaube, das Portfolio haben wir jetzt extra ausführlich angeschaut. Ja. Wir müssen, glaube ich, schon zum nächsten Portfolio. Da haben ein paar Leute schon gemotzt, Auf jeden mehr als Fall. 20 Minuten. Jetzt kommen wir zum Lieden. Echt? Ja, wir sind jetzt schon bei 18:30 Uhr. Unglaublich. Jetzt sind wir nämlich beim Unglaublich. Florian. Unglaublich. Florians Portfolio. Das ist ein ganz krasses Portfolio, ihr seht schon. Er schreibt gerade, er ist seit Ende März an der Börse und investiert zurzeit monatlich 300 Euro per Aktiensparplan, ab und zu auch in einzelne Aktien. Und ist auch 23 Jahre alt. Und es ist eben jemand, der hat erst gerade während der Krise begonnen mit dem Investieren. Aktuell sind das 12.500 Euro. Das ist schon mal auch nicht Performance. wenig. Er hat in diesem Jahr bereits ein Delta von 2.900 Euro gemacht. Also die Performance natürlich positiv. Aber man sieht auch, was er für Stockpicks hat. Also sehr, sehr, sehr tech-lastig. Willst du mal das Portfolio anschauen oder? Ich wollte mir gerade die Performance mal auschecken für das Jahr jetzt hier, weil die ist noch nicht mit im Dashboard mit drin sozusagen. Da war ich gerade am Suchen. Performance-Diagramm ist das? Nee, nee. Du kannst einfach Siehste? die Monatsrendite Jetzt in bin ich. Heatmap nehmen oder die Jahres, Ja, nee, die wollte ich. die Aber wo ist Jahresrendite. sie? 35,8% hat er in diesem Jahr. Ah, schick, schick. Ja, das ist schon nicht schlecht, besonders in so einem Jahr. Was fällt ins Auge? 50% des Portfolios setzen sich zusammen aus drei Aktienpositionen. Einmal Tesla, einmal Amazon, einmal Alphabet, also Tech Bubble vom Feinsten in drei Positionen zusammengeschustert. Also auch PayPal und PayPal als Nvidia ist nächstes noch. Da ja. kannst du gleich noch drüber lästern über PayPal, ja. Und dann als nächstes Nvidia. Nvidia auch, finde ich eine ganz gute Ergänzung eigentlich dazu, weil Nvidia hat zum Beispiel auch jetzt hier Intel in den Hintern getreten und funktioniert einfach gut auch in Rechenzentren, um da die Leistung zu unterstützen, habe ich gelesen. Walt Disney, sehr interessant, finde ich. Ich mache Ist auch wieder ultra ein, gelaufen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, Crazy. ich mache auch passenderweise, weil es passt wirklich perfekt zusammen. Ich habe am Samstag kommt ein Portfolio-Check dazu von mir raus. Ich habe den gestern schon abgedreht. Und da löse ich dann auch nochmal auf, warum das eben so einen Sprung gegeben hat bei Walt Disney. Ist mir auch erst aufgefallen gestern, als ich schon recherchiert habe. Und es liegt daran, dass Disney einfach mal Netflix den Kampf angesagt hat, Disney kurz Plus. gesagt. Oder? Mit Disney Plus, genau, und da deutlich schneller wachsen will und das Angebot weiter ausbaut. Es gibt neue Marken und Franchise-Serien und so weiter. Auch Mandalorian Das ist ja richtig am Abgehen. Also ich habe jetzt auch angefangen, ein bisschen Merch zu kaufen für den Online-Shop. Weiß nicht, ob du das kennst mit dem Ach. Baby Yoda, also mit dem Baby. Richtig putzig. Mandalorian, Das ist die ich hatte Star bisher Wars noch keine Zeit. Ich Spin-off-Serie. habe mir Ich gedacht, habe sie ich auch noch nicht muss die gesehen. Serie mal auschecken, Hab aber sie ich noch habe es nicht noch nicht geschaut, hinbekommen. aber den Baby kennst du, oder? Den Baby Yoda. Den Baby Yoda habe ich schon mal gesehen oder Ultra davon gehört. putzig. Ja, ich glaube, der war mega süß. Kleiner Baby Yoda. Nee, aber Mandalorian ist auch noch was, was ich mal auschecken muss. Ich glaube, ich habe es mal geschafft, die ersten 10 Minuten oder so, und dann kam irgendwas dazwischen und seitdem dann hat es nie wieder gepasst irgendwie. Aber ja, Disney auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend und denke ich auch mit viel, viel Potenzial. Jetzt aktuell ist dadurch natürlich wieder einiges eingepreist, aber ich finde es trotzdem immer eine sehr spannende Aktie, weil es einfach eine breit gestreute Unterhaltungsaktie ist, ne? Also kein anderes Unternehmen ist so in der Unterhaltungsszene auch so diversifiziert wie Disney und in so vielen verschiedenen Bereichen aktiv. Also ich fand es ja auch insgesamt sehr spannend. Ich habe ja Disney Anfang des Jahres zweimal gekauft, also 15 Aktien, nochmal 15 Aktien und habe eine Position von 30 Aktien. Und als ich da die gekauft habe, haben so viele Leute, fragt mich nicht, es war halt auch zu der Zeit auch viel Untergangsstimmung am Start, ja. Haben mir Leute auch immer geschrieben, so, hey, was das, Disney kann jetzt einpacken, das war's jetzt mit Disney. Und ich habe mir nur so gedacht, hey, guckt mal, klar, ich kann auch nicht die Glaskugel hervornehmen, aber ich mache mir relativ wenig Sorgen um Disney längerfristig. Kurz-, mittelfristig habe ich absolut keine Ahnung, was da
so noch laufen. Aber ich denke, längerfristig stehen die Chancen gut, dass man mit den ganzen Disney-IPs, Lucas-Films, also Star Wars, MCU, Marvel Cinematic Universe und all den Kram, den ich selber nicht mal aufzählen kann, weil ich gar nicht mehr weiß, dass es von Disney ist, da mache ich mir keine Sorgen. Und dann haben die halt eben Disney Plus während der Krise im Prinzip gelauncht, praktisch weltweit, ja. Und das ist ja wie eine Bombe eingeschlagen. Und Ja. ich habe dann unter anderem auch von ultra günstigen Preisen profitiert. Natürlich, das war auch mehr Glück als Verstand in dem Kontext. Aber das ist halt auch wieder, man muss halt das Ganze nicht irgendwie kurzfristig sehen. Schlussendlich ist es halt auch, vor allem jetzt bei qualitativ krassen Unternehmen, die wirklich auch groß sind und auch, sagen wir mal, einen sehr großen Kundenstamm haben, sehr viel Brand dahinter steckt. Ja, also bei Disney ist so viel Brand dahinter mit den ganzen Stories und alles. Das kann nicht einfach platt gehen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Insbesondere heutzutage, wo Entertainment praktisch, also wie soll ich sagen, also Entertainment overall so ein bisschen. Ja, also überlegt euch einfach mal im heutigen Alltag, was würdet ihr den ganzen Tag machen ohne Entertainment? Jetzt, no joke, was würdet ihr machen? Vor allem die großen Marken, an die man sich halt erinnert, die sind halt Mhm. von Disney. Also, und wenn man sich jetzt mal überlegt, man sagt dann immer, ja, okay, das eine Unternehmen kann jetzt irgendwie einpacken, ja, das ist totaler Bullshit. Wenn man sich auch mal die Größenverhältnisse anguckt, ist Disney der nächstgrößte Unterhaltungskonzern, ist Amazon mit Amazon Prime Video. Das kommt als nächstes. Netflix liegt darunter. So, und wenn man sagt, Disney wird total abfacken gegen Netflix, ja, Bullshit. Guckt euch die ganzen Markennamen an und die Franchise, wie du gerade aufgezählt hast. Das sind halt auch teilweise einfach Selbstläufer, beziehungsweise sind das solche Sachen, die werden halt ständig auch konsumiert. Das sind ja so alte Marken teilweise, was dann auch die Volatilität wieder so ein bisschen abflacht. Und weshalb, wenn man sich die Umsatzentwicklung anschaut, das auch eine sehr schöne gerade Linie nach oben ist, während der Gewinn natürlich rumbounced wie verrückt. Aber das liegt eben auch jetzt daran in den letzten Jahren, dass man eben sich gegen die anderen Streaming-Plattformen behaupten musste. Und da finde ich, ist es noch echt praktisch und gut, dass Disney so vergleichsweise früh angefangen hat, weil jetzt kommen natürlich auch viele andere noch mit Dazu. dazu. Ich lese auch manchmal von Roku oder so, was da auch Roku, noch ja. gibt. Roku und AT&T mit Time Warner überlegt sich und ne, also Disney hat da, und es ist auch nicht nur Disney Plus, ne, es gibt auch noch weitere Streaming-Plattformen hier mit Hulu und ESPN Plus und in Lateinamerika haben sie noch irgendwas anderes. Also das ist ein riesiger Konzern, den man glaube ich echt nicht unterschätzen sollte, und das macht einfach, glaube ich, richtig. Also es macht schon Spaß, sich mit Disney zu beschäftigen, und sie haben die Vergangenheit so gerockt, und deswegen kann man natürlich auch nur hoffen, dass es in Zukunft so weitergeht, aber man sieht einfach, dass sie sehr technisch und digital affin und sich immer weiterentwickeln wollen, dass da keine Rückschritte passieren. Deswegen mache ich mir da auch, wie du, keine Sorgen. Also, das ist halt, also eben, das ist, denke ich, also ich finde, das Portfolio ist ganz klar auf Überrendite ausgerichtet. Auch wenn da so kleine Positionen sind, iRobot, ist, glaube ich, iRobot, da habe ich den Staubsauger von Facebook, Waste, also ich meine, diese kleinen Positionen nehmen wir jetzt mal einfach außen vor, okay? Die machen den Braten nicht weiß, es sind maximal 5% vom Portfolio, 5, 6%. Aber wenn wir diese ganzen großen Positionen anschauen, also Tesla, Amazon, Alphabet, PayPal, Nvidia, Apple und Walt Disney und vielleicht noch Stryker. Ganz klar, Überrendite will er hier erwirtschaften und zwar mit dem Tech-Sektor, weil auch Tesla kann man schon so ein bisschen in die Kategorie Tech ein bisschen setzen. Also ich will euch, ich meine, du hast ja sicherlich auch den Kursverlauf auch schon mal verfolgt von Tesla. Ich gehe jetzt Nee, hier, noch nie. Sowas also schaue ich mir nicht an. 630 Quatsch. Dollar aktuell. Was bedeutet 630 Dollar? 630 Dollar bedeutet Pre-Split 3.200 Dollar ungefähr. Pre-Split, also mal 5. Absolut geisteskrank, wenn ihr euch das mal einfach mal so anschaut. Also Pre-Split wäre die über 3.000 Dollar wert. Und jetzt gibt es ja noch eine Kapitalerhöhung, die vom lieben Herrn Musk angekündigt worden Mask. ist. Und also, man kann halten vom Unternehmen, was man will. Das Unternehmen war innerhalb von einem Jahr praktisch ein Ten-Bagger. Ich muss ganz an dieser Stelle einfach sagen,
Das ist was, das da spielt man mit Feuer und da setzt du halt auf Elon Musk fertig. Also das ist halt, dass das geht und steht mit ihm und der macht halt Twitter-Posts, der macht halt jenes, der macht halt dieses und das geht und steht mit ihm, ja. Und das ist so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dabei mit einer Aktie im Casino-Portfolio, also sprich mit fünf jetzt nach dem Split, aber ich finde es crazy und ich gehe mal schwer von aus, dass er da sehr stark von diesem Unternehmen überzeugt ist, weshalb das auch seine größte Position mittlerweile ist. Ne? Bei Amazon muss ich ehrlich sagen, kann man machen. Amazon ist schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich halt, was muss schief gehen, damit Amazon abkackt? Also die ganze aktuelle Weltlage spielt Amazon praktisch nur in die Hand. Ja, alles. E-Commerce, alles. Darum ist so ein bisschen meine Frage, wieso habe ich selber kein Amazon im Portfolio? Das ist so die Frage an Ja, mich. Ja. das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Aber jetzt zu der anderen Frage, was könnte Amazon irgendwie kaputt machen? Ich meine, bisher hat es noch kein Unternehmen geschafft, die Weltherrschaft an sich zu reißen. So, Wenn, dann wird's also Apple. sowieso, weil du ständig die Aktie kaufst. Aber das ist so ein bisschen das, was mich natürlich auch skeptisch stimmt, wenn so etwas so extrem groß wird. Weil ich glaube, also sowas hat es ja noch nicht wirklich. Also gut, Amazon ist noch nicht so groß wie Apple und Microsoft es sind, ne? Ja, Oder? Apple ist das größte Unternehmen, börsennotierte Apple ist Unternehmen. das allergrößte Unternehmen, genau. Aber trotzdem, also da bin ich manchmal allein wegen der Größe bin ich ja manchmal skeptisch, ob das so lange irgendwie halten kann. Weil da steigen da einem ja irgendwann auch die Behörden aufs Dach, wenn da einfach kein Wettbewerb dann mehr richtig herrschen kann. Wo ich mir dann denke, okay, müssen die dann ihr Business irgendwie vielleicht aufsplitten? So werden die gezwungen, wie manche Firmen in der Vergangenheit dann, wenn die zu groß wurden, müssen die aufgesplittet werden, was für die Aktionäre natürlich nicht schlecht ist. Die kriegen dann, werden die wahrscheinlich Spin-offs. reichlich bedient mit den Aktien der anderen und können sich noch mehr freuen im Prinzip. Und vielleicht werden die einzelnen Bereiche dann sogar noch höher bewertet, weil sie sich mehr auf diese eine Sache konzentrieren müssen, können und nicht mehr dieses so ein Sammelsurium eben gleichzeitig bedienen. Also es wird sehr spannend, denke ich mal, Also ich finde es ja bei Amazon. insgesamt. Amazon hat auch sehr spannend. Also ich finde es ja insgesamt mega krass, das ist ja bei all diesen großen Unternehmen, ich sag mal, die Top 5 im S&P 500 haben das gleiche Problem, ob das jetzt eine Apple, eine Amazon, eine Microsoft ist, die haben alle das Problem. Da schreiben im Chat eben diese Zerschlagung, wenn da irgendwie eben diese Unternehmen zwangsweise in einzelne Bereiche gesplittet werden müssen. Also es ist halt schon crazy. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei Apple bei sind auch, man könnte jetzt nur die AirPods-Sparte, also sprich diese Kopfhörer nehmen. Und wenn das ein Unternehmen wird, ist das wieder instant sofort im S&P 500, glaube ich, unter den Top 100 Unternehmen wieder. Ja? Und das ist halt absolut crazy. Und hier geht es dann nur, das wäre dann eine Firma, die abgespalten wird von Apple, die macht nur Kopfhörer. Und zwar nur zwei, respektive jetzt drei verschiedene AirPods-Modelle. Ja? Das ist halt völlig geisteskrank, wenn man sich das so in den Dimensionen überlegt. Und da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, das ist. Also da verstehe ich dann auch, wieso irgendwie Länder davor Angst, also von solchen Unternehmen Angst haben, wie viel Macht die überhaupt haben, wie groß die sind. Ja, so Apple hat zwar die Marktkapitalisierung 2 Billionen, glaube ich. 2 Billionen, oder? 2 Billionen US-Dollar, also 2000 Milliarden, respektive 2000 Mil 2 Millionen Millionen sind das, ja. 2 Millionen Millionen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, so richtig, ja. Das sind ganz viele Nullen. Und das ist halt schon krass. Alphabet, PayPal, Nvidia und Walt Disney und Apple sind dann kleinere Positionen, aber immer noch sehr groß im Portfolio. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ist zwar ein eher risikoreicheres Portfolio, weil es halt schon nur auf eine Branche setzt, praktisch. Die Tech-Branche. Klar sind es verschiedene Bereiche im Tech, aber dennoch, es geht und steht mit dem Internet, wenn man das so sagen darf, wie so vieles heutzutage, aber das besonders stark. Und
Heißt also, wenn es mal in der Tech-Branche, nehmen wir jetzt mal 2000, im Jahr 2000 die Tech-Bubble, wenn es da irgendwann mal nicht so gut steht, dann steht das Portfolio, dann ist es praktisch egal, wie viel Rendite du gemacht hast über die letzten Wenn 10 der Jahre. Sonnensturm kommt. Genau, also übertrieben gesagt, das war ja auch bei der Tech-Bubble Ja. so, wenn du, auch wenn du ultra viel, tausende Prozent, hunderte Prozent Rendite hattest, wenn du da nur Tech-Aktien gehabt hast damals, dann war es scheißegal, wie viel Rendite du in den letzten 10 Jahren gemacht hast, gefühlt, ja. Weil das so enorm gewesen ist. Und darum, das wäre dann für mich rein so das Branchenrisiko zu krass heftig. Weil schauen wir mal an, Amazon, Alphabet, PayPal, Nvidia, Apple, hier noch ein paar kleinere. Und dann Tesla kann man in meinen Augen auch als Tech-Unternehmen schon fast mitzählen. Dann sind das 60, 70% vom gesamten Portfolio oder sogar fast 75%, nee, sogar mehr, Entschuldigung, mehr. Das nur in der Tech-Branche ist im Prinzip. Und das ist halt schon, finde ich halt ein Klumpenrisiko, rein auf Branchen gesehen. Weil innerhalb Auf hat er jeden ja Fall, auf diversifiziert. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch, also klar, das ist ein Klumpenrisiko. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, was zählt, was wird in Zukunft wahrscheinlich zählen und wo ist noch extrem viel Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln. Jetzt auch, wenn man überlegt, wir gehen zum Mars, wir machen irgendwie Satelliten-Internet hier, auch wieder vom Elon dann natürlich. Entschuldigung, dass ich immer die Vornamen sage. Ich habe neulich einen Kommentar bekommen, das ist unhöflich. Der Herr Musk. Ja, um es korrekt zu machen, der Herr Musk mit seinem Internet von den Satelliten sozusagen. Und ich denke einfach grundsätzlich, da gibt's noch, da wird sich noch viel ergeben. Vielleicht bauen wir sogar irgendwann von irgendwelchen anderen Planeten Rohstoffe ab oder so. Dann gibt es bestimmt fancy Sachen. Da sind wir im Moment nicht. Deswegen, da kann man nur annehmen, dass das Tech echt noch einen guten Weg nach oben hat. Was aber erstmal dafür spricht, dass es heutzutage auf jeden Fall eine andere Situation ist als zur Tech-Bubble 2000, 2001. Dass die Unternehmen, die wir jetzt hier sehen, auch speziell in diesem Portfolio, natürlich, ja gut, Tesla hat jetzt noch nicht so viele Quartale hintereinander Gewinn gemacht. Ich glaube, das fünfte oder sechste ist es jetzt. Aber die stehen deutlich besser da und da stehen Sachen dahinter, da stehen Werte dahinter, die sitzen auf Cash teilweise und Summen. Und das war, glaube ich, in der Tech-Bubble anders. Da konnte ja einfach irgendjemand hat sich überlegt, ich mache eine Webseite und verticke jetzt dies und das übers Internet oder allein die Idee Aber schau dir wurde mal schon so Airbnb gehypt. an. Schau dir mal Die, Airbnb die. an. Das Ja, ist aber nicht da, normal. das müsste ich mir mal genauer Das ist anschauen, nicht jetzt, was da normal. passiert ist. Die hatten ja ein IPO neulich, den habe Genau, ich aber leider das nicht ist nicht verfolgt. normal, diese Bewertung. Das ist halt, das ist gar nicht Das ist normal. nicht normal? Nein, nein, Okay, das ist also da gar nicht müsste man normal. halt. Okay, da müsste man halt dann im Speziellen nochmal schauen. Aber ich sehe jetzt zumindest, also ich sehe nicht, dass jetzt die Übertreibung so krass ist, dass irgendjemand mit irgendeiner Idee einfach aufkommt, das an die Börse haut direkt und dann dafür, was weiß ich, wie viele Milliarden kassiert. So ist es meiner Meinung nach nicht. Ich gucke jetzt gleich nochmal Airbnb nach, weil das ist off. Airbnb Ja, Stock. schau es dir an. Weil, wenn ich mich recht erinnere, wurde nachdem sie die Bewertung gemacht haben, ist ja das Ding an die Börse und dann ist das Ding, glaube ich, direkt mal knapp verdoppelt oder so. Irgend sowas in dem Bereich. Okay. Ja. Das ist halt nicht Ja, normal. Die war machen ja auch keinen ein Gewinn, die beliebter machen nur rote IPO. Zahlen. Also, Airbnb macht keinen Gewinn. Die verbrennen Cash wie blöde. Ja? Okay, Also da bin ich dann kein Fan das ist davon. halt, aber das ist halt aktuell, das ist halt einfach krass. Also, und das war jetzt schon auch bei den letzteren, bei vielen IPOs halt tatsächlich auch so. Und darum finde ich das jetzt halt auch immer eine sehr schwierige Zeit. Ich würde es jetzt auch nicht mit der Tech-Bubble damals 2001 zu 1 vergleichen. Die war dann noch ganz ein anderes Kaliber, aber dennoch haben wir gewisse Tendenzien. Ja, Was ich mich Tendenzien auf. allerdings frage, wenn man jetzt den Vergleich zieht zwischen Tesla und Airbnb. Bei Tesla haben wir die Situation, dass noch gar nicht so viele Autos jetzt auch produziert wurden im Vergleich und noch gar nicht, also die Welt nicht so überschwemmt wurde Ja. mit den Produkten und da noch relativ, also ziemlich viel Potenzial da ist. Während, wenn man sich jetzt Airbnb anschaut, ist das, finde ich, nämlich das schon als sehr erwachsenes Unternehmen war, was ja schon auf der uns bekannten Welt so ziemlich überall vertreten ist. Und jetzt kann ich dir aber was sagen, was jeder Aktionär, der Und die wirklich machen keine Vertrauen drin Gewinne? hat, Tesla
hat Elon Musk. Und da wird dir jeder Aktionär sagen, da wird dir jeder Aktionär sagen, wenn Elon Aber Musk die machen Gewinne jetzt. nicht mehr am Start ist, ja, nicht mehr am Start, selbst wenn es Gewinne macht, ich kann dir sagen, das ist ein Unternehmen, das ist so eng verwoben mit diesem Elon Musk, weil er halt diese Innovation, es ist wie übertrieben gesagt, viele Leute haben auch gedacht mit Steve Jobs und so weiter, dass es dann auch nicht mehr weitergeht. Und das hat man auch gesehen, als Steve Jobs nicht mehr dort am Start gewesen ist, leider Gottes. Ja. Klar hat sich das Unternehmen erholt, aber kurzfristig wird das so, also einen enormen Unterschied machen. Ja, also kurzfristig gesehen. Ja. Und das ist halt, ja, aber wie schon gesagt, also ich muss sagen, Airbnb bin ich jetzt überhaupt nicht der Fan. Klar, ich habe es auch schon verwendet, ich finde es eine coole Sache, aber ist halt wirklich aktuell noch, ja. Aber ich habe Und es noch Dividende nie zahlst du ja verwendet. Ich habe sowieso noch nicht, nie ja? Airbnb benutzt. Also auch Tesla zahlt keine Dividende. Hier an dieser Stelle, weil wir beim Ja, Dividendendienstag gut, sind. wie gesagt, bei solchen Unternehmen, wenn die keine Gewinne machen, dann sollen die bitte auch keine Dividende ausschütten, weil sonst bin ich noch Ja, weniger sowieso. Fan. Ja, das sowieso. Also. So, Gibt es sonst noch was über das die Portfolio zu Euphorie in den berichten? diesjährigen IPOs ist schon enorm. Ja, auf jeden Fall. Schreibt der Ken so. Hier, Aber dass Airbnb. Airbnb keine Gewinne macht, das überrascht mich echt. Airbnb Also da gleich hätte ich mehr negativer Free erwartet. Cashflow plus Verlust plus negatives Eigenkapital. So schaut's aus. Potato King hat hier das Machtwort gesprochen. Das ist Ja, absolut krank. siehste. Ich hab mit Airbnb auch mit Markus Koch drüber geredet. Gestern auch noch mit Tim Schäfer im Stream. Das ist absolut krank. Das ist nicht normal. Das ist überhaupt nicht normal. Klar, es ist ein disruptives Unternehmen. Das hat ein geiles Businessmodell und so weiter. Aber es ist halt so, klar, es gab viele Unternehmen, die ein geiles Businessmodell haben und disruptive Ideen gehabt haben, aber nicht alle davon haben gescheit überlebt. Ne? Und das ist dann halt immer so ein bisschen so die Frage. Ja? Ja, also ich Gibt es denke da. mir, nach all der Zeit, die sie schon am Markt sind, müssten da eigentlich jetzt Gewinne da sein. Nee. Nö. Nö. Siehst du, Das ist ja der Witz an der Sache. dadurch, dass ich mich grundsätzlich nicht für IPOs interessiere, also da zu investieren, erkundige ich mich da auch weniger, und deswegen habe ich jetzt diesen Hype da um Airbnb gar nicht mitbekommen. Wisst ihr, wieso ich Elon Musk sage? Damit ich immer die Leute triggere, Elon. die es besser wissen und dann einen Kommentar schreiben ins Video oder im Live-Chat einen Den Kommentar spricht man doch hinterlassen. ganz anders Genau, aus. und das ist dann, um Interaktion zu pushen, was wiederum den Algorithmus pusht, wenn ihr auch den Daumen nach oben drückt, damit das der Stream oder das Video den Leuten vorgeschlagen wird. Du Fuchs. Smart, oder? Elon. Elon Elon. Musk. Elon Musk. Aber ja, Elon. ich denke, das Portfolio, man sieht so seine Strategie. Ich würde sie jetzt so für mich nicht unterschreiben, aber ich denke, das kann man schon so machen. Und ich denke, der Florian ist sich auch den Risiken hoffentlich bewusst oder ist es sich jetzt spätestens bewusst. Und wenn er damit Wenn er klarkommt, regelmäßig auch den ja. Dividendendienstag schaut, dann weiß er, dass das ein Risikoportfolio ist. Aber das hat ja sein spezielles Ziel hier, was er damit verfolgt. Auf jeden Fall. Darum muss ich sagen, an dieser Stelle. Für das, was es wahrscheinlich als Ziel hat, geht es vollkommen durch. Outperformance, Tech-Sektor, den Trend mitziehen und Überperformance erzielen von dem her. Ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum spannendsten Portfolio. Ich glaube, das ist eines der ersten Portfolios, das uns eine Stimmt. weibliche Zuschauerin zugeschickt hat, Stimmt. oder? Ich glaube, das ist das erste Stimmt. sogar. Oder gab es schon mal Stimmt. eins? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Und sonst tut es uns leid, dann hatten wir es vielleicht schon, weil wir haben jetzt wirklich viele Portfolios schon gehabt, aber das ist jetzt dieses Portfolio hier. Willst du vorlesen? Warte. Ja, sie hat uns eine längere E-Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Kurz zum Portfolio. Ich habe im September 2019 mit dem Investieren angefangen. Hat also schon den ersten Crash mitgemacht, direkt kurz danach. Sehr gut, gute Erfahrung. Damals hatte ich mit einem MSCI World und MSCI Emerging Markets ETF gestartet, habe diese aber relativ bald wieder aussortiert, da ich gemerkt habe, dass mir Einzelaktien mehr Spaß machen. Die Aktien hatte ich zu Beginn zusätzlich zu den gängigen Methoden der Unternehmensbewertung ausschließlich danach ausgewählt, dass ich die Unternehmen schon aus meinem Alltag kenne und verfolge. Dadurch wollte ich ein Gefühl für den Aktienmarkt bekommen, was sich vor allem bei Apple, Tesla und Zalando als ein ziemlich glücklicher Zufall erwiesen hat.
Eine feste Sparquote habe ich aktuell nicht, da ich mich noch im Studium befinde und kein geregeltes Einkommen habe. Deswegen habe ich nur selten, deswegen mache ich nur selten Einzelkäufe und bespare die meisten Aktien in Form von Sparplänen, was die kleinen Positionen im Portfolio erklärt. Diese sollen noch weiter ausgebaut werden. Dass die Tesla-Position so groß wurde, war nicht geplant. Ich möchte aktuell aber auch davon nichts verkaufen, da ich in dem Unternehmen noch viel Potenzial sehe und die anderen Positionen sowieso noch weiter ausgebaut werden und sich in der Aufteilung wieder ausgleichen sollen. So, ich kann nicht mehr lesen, glaube ich. Neben Aktien habe ich noch eine kleine Summe in P2P investiert, circa 400 Euro, nicht bei Portfolio Performance eingetragen. Also müssen wir uns gleich daran erinnern, wenn wir das Portfolio uns anschauen. Du hast es schon aufgerufen, dass es noch P2P zusätzlich gibt. Langfristig sind sowohl der Vermögensaufbau als auch eine passive Einkommensquelle meine Ziele, weswegen ich auf eine Mischung aus klassischen Dividendenwerten und Wachstumswerten setzen möchte. Ich freue mich auf eure Kommentare. Liebe Grüße, Sophie. Siehst du übrigens Erstmal auch im richtig Live-Chat dabei. geil. Dann herzlich willkommen und richtig, richtig geil. Erstens, erste Frau im Dividendendienstag. Zweitens, ich glaube schon relativ großes Portfolio. Lass uns mal hier nochmal 10, angucken. 11.000 Euro haben wir. 11.000 Euro als Studentin, richtig, richtig gut. Respekt. Erstens mal, dass du, dass du da in der Hinsicht dich schon beschäftigst und schon so eine große Summe reingespart hast. Ich habe auch im Studium angefangen und weiß jetzt auch gar nicht, wie viel ich da müsste ich gucken, wie viel ich hatte. Aber 11.000 schon während dem Studieren beiseite zu legen, das beweist schon etliches an Disziplin, dass man da nicht das Geld für Sinnloses einfach raushaut. Von daher allergrößter Respekt. Und jetzt schauen wir uns das Portfolio genauer an. Oh Also ja. Tesla ist Ja, tatsächlich, Tesla. Ich also bei erinnere dir mich ein an. Ten-Bagger, der erste Ten-Bagger im Portfolio. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe persönlich keinen Ten-Bagger im Portfolio, zumindest nicht im Aktienportfolio. Also heftig an dieser Stelle. Das heißt, die ist da ziemlich genau richtig eingestiegen. Und Absolut. ja, also da sieht man es gut. 4.773 Euro Gewinn von den 5.230 Euro Positionen. Also das ist halt ein Ten-Bagger. Darum ist die Position halt auch fast 50% vom Portfolio. Ja. Ja, sie Schon ist heftig. eingestiegen am 12. September 2019, hat 10 Stück gekauft Zwei. für 44. Hä? Zwei Stück hat sie Ach so, gekauft und das dann sind dann jetzt die Split. Aktiensplits, ne? Ja, Genau, ja. genau. Deswegen dann 2 hat sie gekauft zu 44,99 Nee, steht wahrscheinlich so hier. bei 200 Euro das Stück. Die Ja, Split. genau, weil das sind dann schon, also Genau. genau, also 10 Stück zu 44,99 €, so stimmt dann die Zahl insgesamt, beziehungsweise dann müsste man es eben umrechnen. Genau, also das ist natürlich Wahnsinn, Wahnsinnsgewinn jetzt hier, ein Wahnsinnsglück, dass er auch das Durchhaltevermögen hatte, einfach nur zu halten, einfach weiter Tesla hier zu halten. Das war dann in dem Fall natürlich eine absolut richtige Entscheidung. Um nochmal, weil ich musste mich gerade wieder an unsere Diskussion mit Bitcoin vorhin Also, zurückerinnern, wo wir auch darüber diskutiert haben, soll man halten, soll man verkaufen, aber ich absolut muss richtige ganz Entscheidung ehrlich hier. sagen, hier bei Tesla, was ich hier machen würde bei einem Ten-Bagger, das ist alles keine Anlageempfehlung, aber ich würde Aber. einfach, das ist meine persönliche Meinung, weil dann würde ich mir nie, auch nie in Zukunft irgendwie in den Arsch beißen, sondern ich würde einfach den einen Satz rausholen. Das wäre jetzt keine Sache. Eine Aktie verkaufen. Eine einzige von den 10. Ich habe den einen Satz rausgeholt. Ja, sogar und noch ein bisschen Gewinn mitgenommen. Und ich lasse Stimmt, die das ist die Gewinne Taktik, forever ja. laufen, weil dann hast du kein schlechtes Ja, das Gewissen. ist. Das ist halt, also, das kann man machen und das macht dich nicht arm. Nur, also, selbst wenn Tesla bei 100.000 pro Aktie steht. Klar kannst du sagen, ey, ich habe jetzt 95.000 halt oder 99.500 habe ich aus dem Fenster geschmissen, weil ich da damals realisiert habe, weil der Thomas gesagt hat, ich soll den Einsatz rausholen. Aber schau mal, 9 mal 100.000 sind immer noch 900 Riesen. Ja? Und es geht mehr um so dieses Mindset, dass wenn man den Einsatz mal rausgeholt hat,
man es viel, viel leichter hat, einfach für immer und ewig laufen zu lassen, weil man weiß, dass diese Position praktisch for free gewesen ist oder in der Realität sogar for free gewesen ist. Und man muss verstehen, dass an der Börse praktisch alles nur Psychologie ist, weil wenn du im schlimmsten Moment schwach wirst, Panik bekommst, Verluste realisierst, dann ist das, was, dann ist, sind das Momente, wo du das nach 10, 20 Jahren so heftig bereuen wirst, dass du dir denkst, diese doofe Börse, alle anderen werden reich und ich werde nicht reich. Dabei hätte man nur halten müssen und man wäre reich geworden. Ja, und zwar richtig reich. Und darum sage ich, also hier würde ich wirklich, das ist das beste Beispiel. Hier nimmt man einfach eine Aktie raus, investiert die irgendwo anders, baut ein bisschen Cashquote auf, fertig und lässt diese neuen Aktien auf gut Deutsch in Anführungsstrichen forever laufen, weil man hat kein schlechtes Gewissen mehr. Und das ist in meinen Augen enorm wichtig, dann auch wieder fürs Gemüt, damit man auch, wenn es bei Tesla vielleicht runterkorrigiert, nicht kalte Füße bekommt, weil man immer im Hinterkopf hat, hey, Moment mal, die Position ist for free, ich habe den Gewinn, also sozusagen den Einsatz plus sogar noch ein bisschen Gewinn eh schon von lange rausgeholt. Ja? Also das würde ich tatsächlich so machen, auch wenn es keine Anlageempfehlung ist. Ja. Da fällt mir gerade eine Story ein. Ich weiß wirklich nicht, wo ich sie gehört habe. Vielleicht kennst du sie auch. Mit diesem Mann, der erstmal alles eigentlich im Casino verzockt hat und dann mit der Frau aufs Zimmer geht und dann so ein bisschen traurig. Ja, okay, alles verzockt irgendwie. Naja, ist schon ein bisschen schade. Und dann findet er noch einen Dollar oder so. Und geht dann wieder runter. So, die Frau ist schon duschen, die bekommt nichts mit. Und er ist wieder am Tisch und fängt nochmal an mit diesem Dollar und also am Roulette-Tisch. Und er setzt diesen Dollar und alles auf Rot und verdoppelt diesen Dollar und spielt das hoch und hat dann, also hat dann eine Million, hat er dann auf dem Tisch liegen letztendlich, eine Million Dollar und setzt nochmal alles und verliert es dann komplett. Das Und dann geht er wieder hoch aufs Zimmer. Die Frau kommt aus der Dusche raus und fragt so: Ja, wo warst du denn gerade noch? Und er sagt: Ja, ich war noch mal unten, ich habe einen Dollar verloren. So. Ja, er hat einen Dollar verloren. Ja, also das ist Fuck. natürlich so. Also, wenn man es richtig smart gemacht hätte, das mache ich zum Beispiel im Casino gern. Ich gehe ins Casino, habe meinen Spaß, gehe mit 100 rein. Sobald ich merke, ich habe zum Beispiel 200 rausgeholt, wenn ich mal Glück habe, die 100, die ich initial verwendet habe, nehme ich weg. Mit denen spiele ich nicht mehr. Die tue ich am besten wieder direkt aufs Bankkonto. Mit dem, was ich gewonnen habe, mit dem kann ich noch ruhig weiterspielen, meinen Spaß haben und werde es vielleicht auch alles verlieren, aber hat meinen Spaß im Casino, ohne dass ich Geld verloren habe. Ja? So nach dieser Genau, Psychologie und her. in dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, hätte der Sparkojote wenigstens diesen einen Dollar, den er noch mit nach unten genommen hat zu Beginn, den hätte er mal wieder rausnehmen müssen und sichern müssen. Dann hätte er wenigstens nur 999.999 Dollar verloren. Ja, also, nee, egal. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Also muss ganz ehrlich sagen, das würde ich hier auf jeden Fall machen. Einfach den Einsatz rausholen. Das ist keine große Sache. Und das tut fürs Gemüt sehr gut. Insbesondere wenn dann mal wieder an der Börse ruckelt, vielleicht, dann hat man auch kein schlechtes Gewissen. Wenn selbst wenn es hochgeht, es wird nicht wehtun, weil es ist halt immer nur ein kleiner Bruch. Das ist halt eben, wenn man Gewinnmitnahmen macht und das ist halt was, das merkt man halt auch. Man darf nicht irgendwie Gewinnmitnahmen machen und die ganze Position verkaufen. Das kann man schon machen, ja, wenn man sagt, okay, das reicht mir an Gewinn. Aber in der Regel machen das die wenigsten auch wirklich, ich sag mal, Leute, die professionell an der Börse tätig sind, außer sie traden halt vielleicht irgendwie oder so, ja. Und darum, Gewinnmitnahmen kann man machen, aber in einem bestimmten Rahmen. Und hier würde sich das super anbieten bei einem Ten-Bagger. Einfach eine Aktie raus und dann, ja. Und dann, das Geld ist ja dann nicht schlecht aufgehoben, wenn man das zum Beispiel anderweitig jetzt als Beispiel in Microsoft, in Visa, in Zalando oder in Starbucks reinsteckt, ja. Man hat dann einfach ein bisschen was Geld abgesichert, woanders reingesteckt, das Klumpenrisiko etwas verhindert und Gewinn ein bisschen mitgenommen und die Tesla-Position kann dann von mir aus forever einfach laufen gelassen werden. Könnt ihr mal im Chat schreiben, was würdet ihr machen mit einem Ten-Bagger Tesla? Wie würdet ihr jetzt mit dieser Position umgehen? Würdet ihr einfach komplett lassen, alle 10 Aktien? Oder würdet ihr einen bestimmten Anteil, wenn ja, wie viel? Sozusagen auscashen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde genau einfach eine Aktie auscashen
die dann anderweitig investieren und die restlichen 9 laufen lassen. Weil dann habe ich den einen Satz draußen. Wie würdest du es machen, Johannes? Ich musste mich mit sowas zum Glück noch nicht wirklich bei mir selbst auseinandersetzen. Das Das heißt, ich kommt habe aber da noch, irgendwann noch. Ja? ja, das kommt vielleicht noch, genau. Das heißt, ich kann da nicht jetzt aus krasser Erfahrung sprechen. Ich würde mich allerdings auch, glaube ich, unwohler fühlen mit dieser großen Position langfristig. Und irgendwann schon mal auf jeden Fall, also ich finde deine Taktik echt gut, diesen Einsatz rauszuholen, dann ist man schon mal safe im Gehirn, so dass das im Prinzip, was dann passiert, alles nur noch da Gewinne sind und das ist nicht schlimm. Und ich weiß nicht, ob ich dann regelmäßig trotzdem noch mal Teilverkäufe machen würde, so ein, zweimal im Jahr oder so, wenn es immer noch so einfach davon läuft. Dass ich wirklich auch, und das ist das Argument, was wir vorhin beim Bitcoin schon hatten, da ist es im Prinzip eine Währung, wo die noch sehr neu ist und sich erstmal etablieren muss. Hier ist es ein Unternehmen, was sehr stark an einer Person, wie du beschrieben hast, halt hängt, am lieben, wie sagst du immer, Alan? Elon Musk, ja. Am Alan Musk. Das genau, also da eventuell einfach auch da regelmäßig irgendwas abschöpfen, um einfach da was in Sicherheit zu bringen, dass wenn dann irgendwann mal das Extrem crasht. Aber ich sehe schon die Kommentare, lass doch mal laufen und so weiter. Ich finde auch das, was du gesagt hast, als zum Starten erstmal am klügsten, einfach mal den Einsatz abschöpfen, das macht total Sinn. Aber nicht Und zu viel, nicht dann zu viel, einfach nur den Einsatz. Das ist ja einfach nur das, den ne? Einsatz, Genau. genau, nur den Einsatz. Und damit kann man schon erstmal total fein sein und dann auch weiterschauen, je nachdem, was sich ergibt. Und vielleicht hat man ja irgendwie Bock und erkennt, merkt eben, merkt eine Aktie, die dann vielversprechend ist und wo man investieren will. Und dann sieht man aber, oh, ich habe ja so viel Tesla und dann habe ich so viel Gewinn gemacht. Vielleicht nehme ich davon und investiere da rein, weil ich habe so ein glückliches Händchen, vielleicht ja jetzt nochmal so, weißt du? Und das speist sich dann auch durch den Gewinn, den ich da durch Tesla for free hatte, komplett. Und wenn das in die Hose geht, ist das auch nicht so schlimm und so weiter, weil das einfach so viel, so eine große Position geworden ist. So, weißt du, dass man so irgendwie denkt, nicht, dass man jetzt in den totale Zocker-Mode reinkommt, so nicht. Aber es bietet natürlich dann Freiheiten, sowas auch mal einfach dann auszuprobieren und wenn man Sachen entdeckt, dann davon die Position dafür auch zu benutzen, Die im Sophie schreibt Prinzip. gerade noch, eine verkaufen klingt gut, habe auch schon drüber nachgedacht. Hälfte verkaufen wäre mir zu viel. Absolut. Also guckt mal, wenn ihr immer Ja. die Hälfte verkauft von gut laufenden Aktien, dann werdet ihr mit Ten-Bagger nicht reich, okay? Dann werdet ihr nicht reich damit. Ja, Sondern, darum habe ich ja genau. Muss vorhin schon ja auch gesagt, beim absolut nicht. Bitcoin in Ja. einem Rahmen, ich habe ja vorhin von irgendwie einem Sechstel geredet oder so, oder von einem Siebtel aus cashen und nicht von Genau, der genau. Hälfte, auch Immer. beim Bitcoin vorher. Und das ist enorm, enorm Genau, es wichtig, geht immer dass man nur das um einen beachtet. kleinen Teil, um diesen Einsatz, den der Genau. Sparkojote hier Genau. gerne abschöpfen würde, Genau. einfach Weil es geht halt um so für. diese psychologischen Effekte. Man muss Richtig. sich einfach überlegen, wenn ich jetzt nichts abschöpfen würde und die Aktie rauscht wieder runter, kurzfristig, ja, kurz-mittelfristig, dann ist man halt so in dem Moment so, shit, ich will jetzt wenigstens meinen Einsatz wieder rausholen. Es kann ja nicht sein, dass ich da mal 5000 plus Genau. hatte und jetzt bin ich bei Break-Even oder sogar bei Ja. minus 100, weil es so krass abraucht. Ja. Und dann verkaufe ich Ja. auf einmal aus Panik alles, weil ich wenigstens noch den Einsatz rausholen will, weil ich den Einsatz ja davor schon nicht rausgeholt habe und mir denke, oh mein Gott, alles falsch, Fehler gemacht, dies, das. Und dann, um 10 Jahre später zu merken, okay, mit Tesla hätte ich jetzt eine halbe Million, wenn ich diese 10 Aktien behalten hätte, so übertriebenes Beispiel, oder? Selbst wenn ich nur 9 Aktien hätte, weil ich damals den richtigen Move gemacht habe und den Einsatz rausgeholt hätte, hätte ich mit 9 Aktien halt nicht eine halbe Million, sondern 450.000. Ja. Und das ist halt eben der Trick bei der Sache. Man muss halt wissen, dass man sich psychologisch, entweder ist man halt so ein Soziopath, das juckt einen nicht, okay. Aber ich glaube, die wenigsten hier im Chat sind emotionslose Soziopathen, Psychopathen, die das hinkriegen, ja? Ich Und glaube auch nicht, ich glaube dann auch muss nicht. man halt so in dem Kontext wirklich solche, in Anführungsstrichen, Tricks anwenden, um sich psychologisch zu schützen,
zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eben eine Aktie verkaufst und dann wirklich nur noch diese 9 Aktien laufen lassen würdest, wirst du, wenn jetzt Tesla droppt, und zwar ordentlich droppt, 60-70% runterdroppt, nicht so eine große Panik verspüren, wie wenn du jetzt den Einsatz nicht rausgeholt hättest. Weil du weißt halt immer, hey, ich habe einen Satz rausgeholt, sogar noch ein bisschen Gewinn gemacht. Du kannst einfach laufen lassen. Du weißt halt, für dich wäre das halt, du hast den Einsatz draußen. Du bist da fein aus dem Schneider sozusagen. Und das hilft enorm, kühlen Kopf zu bewahren, nicht in Panik zu geraten und tatsächlich mit dem ein oder anderen Stockpick mehr oder weniger vielleicht auch durch Glück, wenn man das so sagen darf, dann wirklich sehr reich zu werden. Ja. Hm. Das ist halt Leute, ich kann das durch jetzt noch meine Aktienerfahrung noch nicht bestätigen, aber es auf einer anderen Ebene, weil ich habe ja angefangen auch mit Trading, mit Daytrading habe ich ja auch mal am Anfang probiert, das ist schon Jahre her. Ich weiß nicht, viele gehen da vielleicht durch und stellen dann fest, dass es nichts ist, aber da habe ich bemerkt, so du willst jeden Euro willst du rächen, den du verloren hast, ne? Du willst wenigstens diesen Einsatz wieder raus haben, damit du sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie mit 100 Euro habe ich jetzt da rumgezockt und ich will aber, dann bist du bei 95 oder 80 Euro, hast den Rest verzockt, was ja nicht viel ist, und dann hast du aber trotzdem im Hinterkopf, ey, ich bin mit 100 da reingegangen und ich hätte aber gerne diese 100 wieder. Ja. Und am Ende zockst du dann so weit, bis du dann letztendlich alles verloren hast. beim Daytrading vielleicht, weil da verlieren halt wirklich 95-99% der Leute safe. Und das ist aber, das ist die Psychologie, weshalb es so wichtig ist, was du hier gerade erklärst, mit dem wenigstens den Einsatz wieder abschöpfen, um einfach da mit dem Gehirn raus zu sein und die Position entspannt laufen lassen zu können. Ja. Und zu gucken, was sich entwickelt, wie es sich entwickelt, ja. Also das ist so keine Anlageempfehlung, aber so mein persönlicher Tipp, so würde ich es machen oder so würden wir es machen. Aber ich würde jetzt auch nicht die Hälfte oder mehr verkaufen. Das wäre dann auch wieder völlig verkehrt. Das würde ich niemals machen. Du machst ja dann auch keine Rendite. Nee, das ist ja so der Punkt. Das ist, wenn man schon, ich sage mal, eben gut laufende Aktien hat, bei mir ist das zum Beispiel Nvidia, da werde ich sicherlich keine verkaufen. Wenn es wirklich extrem gut läuft, irgendwann kann ich mir dann überlegen, okay, vielleicht verkaufe ich ein oder zwei Aktien, hole mir den Einsatz psychologisch dann raus, wenn es dann ein Ten-Bagger ist. Weil ich dann eine verkaufen kann und dann reicht das schon, um das wieder rauszuholen. Kannst du den nächsten Ten-Bagger damit kaufen. Genau, und dann kann ich halt trotzdem noch die restlichen 19, die ich habe, weiterlaufen lassen und weiß im psychologischen Hinterkopf, ich habe den Einsatz draußen, da laufen jetzt nur noch Gewinne. Ja? Und also das ist wirklich, also man muss wirklich wissen oder sich selber kennen, was die Psychologie angeht und selber wissen, okay, ist man eher anfälliger auf solche Sachen, und ich bin schon so, was so die typischen psychologischen Sachen angeht, sehr anfällig drauf. Also wenn ihr mal ins Casino geht, und ich war schon ein paar Mal im Casino, auch in Vegas, ich bin dann so im Mindset, ich habe jetzt $300 verloren. Dann geht der Thomas noch so gechillt an den Bankomaten, holt nochmal $150 und er will Minimum wieder diese $300 reinbekommen. Also muss mit $450 hier jetzt wieder rauslaufen, sonst ist nicht gut. Ja? Ja, glücklicherweise hat es bei mir geklappt, aber mit diesem Mindset, wenn ich jetzt diese $150 verloren hätte, hätte ich gesagt, okay, jetzt muss ich nochmal $300 holen, damit ich wenigstens diese $450 nochmal reinholen kann. Und das ist an der Börse halt genau dasselbe. Und wenn ihr halt wisst von euch, dass ihr so tickt, wenn es wirklich hart auf hart kommen könnte, dann müsst ihr aufpassen, ja, und da kann ein Trick sein, man geht mal ins Casino und testet mal aus, so wie man tickt und reagiert, wenn man Roulette spielt, also ich spiele halt vor allem Roulette gerne, und wenn man halt weiß, dass man solche Tendenzien hat, dann muss man schon ein bisschen aufpassen und halt da entgegen mit bestimmten Moves dieser Psychologie sozusagen wie aus dem Weg gehen, ja. Richtig. Also ich gehe schon ab und zu mal ins Casino, so einmal im Jahr kann man sich gönnen, macht ja auch Spaß. Also ich war schon auch, aber also noch nicht in Vegas. Echt? Und bei mir ist so, also ich gewinne im Casino, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie groß gewonnen habe, da ist das Geld einfach, aber ich verzocke dann auch nicht so viel, also das ist dann auch zum Spaß, geht man da irgendwie mit 10, 50 maximal, aber das ist auch schon ewig lange her. Ja, hier und ich rechne auch fest damit, dass ich dieses Geld,
Und ich rechne auch fest damit, dass ich das Geld eigentlich verliere. Und dann denkt man sich halt, ja, okay, dann gönnt man sich den Spaß, so, dann gönnt man sich diese Unterhaltung. Jo, Und absolut. dann ist gut. Aber ich glaube, ich würde mich hüten, in Vegas ins Casino zu gehen. Ich habe da gar keinen Bedarf, ehrlich gesagt. Ich habe auch keine Angst, dass ich jetzt dann da reingezogen werde und alles verzocke so. Ich glaube, ich habe einfach ich sehe keinen Sinn darin, weil ich sowieso denke, jetzt Geld ist eh verloren. Und ob ich da jetzt dann mir die Unterhaltung gebe, indem ich ins Kino gehe oder mir einen Film anschaue oder eine Stadtrundfahrt mache oder ob ich dann irgendwie die Kohle im Casino verzocke, ist dann relativ egal. Da muss ich gucken, wie viel Spaß macht mir das jetzt gerade. Und da hält sich der Spaß bei mir echt in Echt? Grenzen. Ich spiele ultra gerne Roulette. Ich spiele immer so, in Anführungsstrich, also System gibt es da nicht wirklich, aber ich spiele halt immer gerne auf Reihen und dann halt auf Even oder Rot oder Schwarz und setze da mehrere Chips. Ich mag das ultra gerne. Es macht mir schon ultra Spaß. Aber ich gehe halt auch mit dem Mindset rein, das Geld ist dann weg. Aber weißt du, es ist halt dann schon so ab und zu halt auch was fürs Ego was und es kommt halt dann immer drauf an, ja. Und wenn man halt weiß, dass man solche Tendenzien haben kann, im Casino, wenn man im Casino gewesen ist und das so ein bisschen merkt, aber unterdrückt, dann ist an der Börse, wirst du halt ähnliche Tendenzien verspüren, wenn solche Cases passieren, ja, wo du den Einsatz wieder irgendwie rausholen willst. Ja, ist dasselbe Ja, Prinzip. genau. Und da muss man Ja, halt genau. schon aufpassen. Und ich sage jetzt, Ja. ich denke mal, wir haben jetzt wirklich das ganze Portfolio auch nochmal gründlich eigentlich angeschaut, vor allem jetzt halt die Tesla-Position. Ich denke, das war jetzt auch der wichtigste Input hier für die Sophie, oder? Würde ich mal sagen. Ich Oder? denke fast. Die anderen Positionen sind ja alle auch genau, also die sind ja sinnvoll, also noch jetzt, sag ich mal, safer als Tesla. Kann man jetzt nicht als die safeste Aktie bezeichnen, aber der Rest ist sehr, sehr safe. Sowas wie eine Apple, Coca-Cola, Mc's, Realty Income ist der REIT, über den alle sprechen, der bekannteste im Prinzip. Disney haben wir gerade schon auch viel und lange darüber gesprochen. Starbucks, Zalando, Fresenius, Procter & Gamble, Visa, Microsoft, Alphabet. Das ist Gazprom, noch ein kleiner Zock vielleicht dabei. Eine Dividendenaktie, ja, sehr, sehr gut hier. Dadurch kommst du hier in den Dividendendienstag mit Gazprom, die eine unglaubliche Dividende, glaube ich, gerade zahlen. Auch so um die 8 oder 10%. Ich bin nicht auf dem allerneuesten Stand und dann noch etwas, was ich nicht kenne, Intuitive Surgical. Die machen wahrscheinlich irgendwelche nach medizinischen Geräte oder so, Surgical, wenn es so heißt. Vielleicht. Keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. Aber ja, damit kann man doch relativ wenig verkehrt machen, so finde ich, was da steht. Und zu Procter & Gamble habe ich noch eine Frage im Chat gesehen, die häufig gestellt wurde. Hier Procter & Gamble oder Unilever. Du Spezialfrage. musst halt, das Eine darfst du nicht machen. Das darfst du Spezialantwort nicht soll ich machen. machen? Das Nee? darfst du nicht machen. Wenn Leute spammen, du Okay. darfst die Frage nicht beantworten, weil dann spammen alle. Und das geht gar nicht. Okay. Das geht gar nicht. Wenn du Sehr das gut. anfängst im Stream, da kann ich jetzt schon sagen, dann Sehr gut. spammen alle. Und da mache ich keine Ausnahme und würde ich auch niemandem Sehr gut. anraten, der streamt, weil alle können hier Fragen stellen und wir können nicht alle beantworten halt in so einem Stream. Und es funktioniert ja auch schön, ohne zu spammen. Und Spam darf man einfach nicht belohnen. Ich meine, du siehst sogar, die Leute regen sich im Chat drüber auf, dass gespammt wird. Ja, also das darf man wirklich nicht belohnen. Das darf man echt nicht. Sehr Weil gut, sonst spammen sehr alle. Weil gut. dann, du musst überlegen, wenn wir einen Chat haben, wo 10 Leute spammen, dann kannst du gar nichts mehr lesen. Dann müssen wir jemanden haben, Kannst du der uns die einpacken, Fragen hast recht. raussucht. Weißt Also du? wird nicht belohnt, wird nicht So, tut mir belohnt. leid. Tut mir leid, das geht nicht. Aber du hast ein paar Antworten bekommen im Chat, die gar nicht so schlecht gewesen sind von auch der Community. Einfach da die Fragen lesen. Also die Antworten lesen. Die sind gar nicht so schlecht, die Antworten dazu, zu dieser Frage. Vor allem die vom Hans. Hans Beos hat eine gute Antwort geliefert. Hast du ja doch eine Meinung geliefert. Ja. So Be halb halb. careful. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, das Portfolio ist in dem Sinn sehr spannend gewesen und halt einen sehr glücklichen Griff gehabt bei der Sophie. Und da sie ja auch noch Studentin ist, ist es natürlich für sie ein enorm krasser Push, weil dadurch hat, also ich habe im Chat vorhin gelesen, sie hat mit 5000 Euro gestartet. Das hat praktisch ihr Vermögen im Portfolio verdoppelt, dieser gute Pick im Prinzip. Also
Da hatte sie ordentlich, wenn ich mal das so sagen, gutes Händchen, was das angeht. Und muss sagen, am besten, vor allem als Studentin, weiter so. Ich denke, da wird mit den Jahren auch einiges mehr dazukommen. Ja, und du hast ja auch jetzt viel Input von der Community bekommen, vom Johannes, von mir. Und du kannst ja dann schauen, wie du das in Zukunft für dich lösen möchtest. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man das dann auch selber entscheidet und nicht einfach irgendwie blind auf irgendjemanden hört mit so einem komischen Hut oder mit einem Merry Christmas Hut oder whatever. Ja, genau. Übrigens, eine Sache noch. Lass uns doch nochmal hier die Performance anschauen. Ich glaube, die war 100 horrend Prozent. für dieses Jahr. 100 Prozent. 100% im Jahr 2020. Crazy. Wow. Tesla hat gerissen. Ja. Tesla hat's gerissen. Spannende Portfolios heute gewesen, sehr coole Portfolios. Ihr wisst, ihr könnt die senden an info@sparkoyote.ch. Nächstes Mal wieder im Neujahr. Ja, also das heißt, wir werden nächstes Mal noch den letzten Dividendendienstag haben im Jahr 2020. Und da werden wir uns ein spannendes Thema überlegen, ein cooles Thema, werden wir noch schauen, was wir da machen. Das ist ja dann auch kurz vor Weihnachten am 22. Dezember. Werden der Johannes und ich uns noch was Cooles überlegen. Und ansonsten geht es dann wieder auch mit Depot ab, also Depotvorstellung und so weiter, ab Januar dann einfach normal wie gewohnt weiter. Das heißt, im Januar, der erste Dividendendienstag, ist dann wieder eine Depotvorstellung, oder? Ja, Heißt, da könnt. 22. jetzt normales Thema und Dann am im Januar. 5. Nicht am 5., ja, am Genau. 12. Am 12. ist, glaube ich, der nächste. 12.? Ach so, ja, richtig. Wir machen ja am 29. und am 5. haben wir Pause, ne? Genau, ja. Und dann geht es wieder Richtig, frisch richtig. Wir haben los zwei am Wochen Pause. 12. Ja. Dezember mit euren Portfolios. Also sendet die gerne an info@sparkoyote.ch. Und der Dezember geht noch lange weiter, noch 2 Wochen haben wir. Checkt auch gerne den Kanal vom lieben Johannes ab. Der macht da ja auch aktuell Daily Content noch den ganzen Dezember. Also hier unbedingt vorbeischauen. Gar nicht leicht. Größter Respekt auch an dich, Ja. Sparkoyote, dass du das immer so Es regelmäßig machst. Ich meine, du bringst ja grundsätzlich mehr Videos raus. ist halt Das ist schon schon richtig crazy. heftig. Nächstes Jahr mal gucken, Naja. wie es dann so läuft. Und habe ich noch irgendwas Ja. vergessen? Habe ich noch was vergessen? Nö, ich glaube nicht. Es war wieder eine Nicht? sehr schöne Runde heute Abend. Es hat mir viel Spaß gemacht, eure Portfolios anzuschauen, zusammen mit dem Thomas. Vielen Dank für eure Einsendungen, für euer Vertrauen, dass wir hier eure Portfolios roasten dürfen. Und ja, ich denke, euch bringt es natürlich auch immer was. Sonst würdet ihr nicht machen mit Input aus der Community. Vielen Dank auch dafür, dass ihr die Leute immer unterstützt in den Fragen und dabei helft, wie sie ihre Portfolios noch weiter verbessern können. Das ist viel wert. Und damit würde ich sagen, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Und ja, ciao. Dann würde ich sagen, Outro los.